Hi Leute, ich grüße euch ganz herzlich. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video über The First Descendant. Es gibt schon wieder ein Entwickler-Update und dieses Mal mit einem brandheißen Thema, nämlich die leere Welt und wie sie dieses Problem beheben möchten. Viele, die die Beta oder die Tests gespielt haben, sagen wir es mal so, haben das Feedback gegeben, Mensch, die Welt sieht irgendwie leer aus, irgendwie fehlt hier was und genau darum soll es heute gehen in diesem Entwickler-Update. Schauen wir mal zusammen rein. Also zuerst erwähnen sie hier eigentlich im Brief, dass sie anfangs beim letzten Update ein bisschen besorgt waren, ob das zu ausführlich ist, was sie berichtet haben, woran sie gerade arbeiten. Das Feedback war aber überaus positiv zu der Transparenz von den Entwicklern. Das habe ich persönlich auch schon sehr gelobt. Ich finde das gut, wenn es so detailliert geteilt wird, was bei denen durch den Kopf geht, was die sich denken, damit man einfach auch besser nachvollziehen kann, warum welche Entscheidungen getroffen worden sind. Und so geht es hier heute auch weiter mit einer sehr, sehr geilen News eigentlich für alle, für die das hier auch ein richtiges Problem war, nämlich wie für mich persönlich auch. Das war einer meiner größten Kritikpunkte bei The First Descendant, bei den Tests, die bisher stattgefunden haben, nämlich, dass die Welt ziemlich leer wirkt. Und sie wollen heute hier in diesem Update beschreiben, wie das angegangen wird, dieses Problem. Und da gehen sie zuerst einmal auf die Kartengröße ein. Ich werde euch das wahrscheinlich ein bisschen vergrößern oder in einem Screenshot nochmal darstellen im Video, damit ihr seht, dass von den weitläufigen Welten quasi engere Karten gezogen werden, wo dann das Vier-Spieler-Koop-Zusammenspiel stattfinden soll. Also hier wird quasi die Zone ein bisschen verkleinert und das eben auch, um die Welt besser beleben zu können, um auch die Performance und Stabilität sicherstellen zu können und eben auch das Zusammenspiel weiter zu fördern. Denn wenn sich vier Spieler auf ewig lange große Welten verteilen, wird das mit dem Zusammenspiel, zumindest unter Randoms, sehr wahrscheinlich eher seltener etwas. Deswegen haben sie sich dazu entschieden, damit die Spieler auch, die vier, dann auch mal zusammenkommen in diesem Schlachtfeld, wie sie es nennen, Battlefield, glaube ich, haben sie irgendwo gesagt. Genau, Battlefield Bases. Und es gibt dann eine zusätzliche Funktion, was sie jetzt noch mit reinbringen, nämlich, dass ihr, während ihr bei einer Mission seid, auch Hilfe rufen könnt, dass einfach Spieler joinen können, falls ihr euch schwer tut, falls ihr noch Verstärkung braucht. Das könnt ihr dann während der Mission auch tun. Finde ich eine gute Entscheidung. Dann haben wir noch eine coole News, was sie versuchen, um die Welt, die ja dann doch nicht ganz arg zusammengequetscht sein wird. Es wird schon relativ weitläufig sein, davon gehe ich sehr stark aus. Aber sie wollen eben diese Welt, die dann übrig bleibt, sag ich mal, für uns in der Mission, auch noch anreichern mit weiterem Content, der es sinnvoll macht, diese Welt zu entdecken. Das ist besonders schön, freut mich sehr, weil ich das auch als Feedback gegeben habe. Hey, mach doch irgendwelche Schatzkisten zum Beispiel, wo cooler Loot zu finden ist. Und sie haben drauf gehört und nicht nur das, sie haben es auch noch cooler gemacht. Ihr seht jetzt hier Encrypted Vault. Das sind quasi, wie soll ich sagen, eine Form von Tresoren, die ihr finden könnt in der Welt dann in Zukunft. Die sind irgendwo versteckt. Und wenn ihr die findet, habt ihr ein Minigame vor euch und das wird jetzt hier so aussehen. Ich werde euch das nochmal in der Großaufnahme zeigen. Wie es funktioniert, kann ich euch nicht genau beschreiben. Es wird auf jeden Fall eine Art Minigame sein, das eine gewisse Abwechslung mitbringen wird, damit es nicht langweilig oder zu repetitiv werden soll. Aber so könnt ihr dann diese Schlösser knacken und dann wahrscheinlich ziemlich cool Loot rausziehen. Das macht die Welt interessanter und das macht Erkunden vor allem auch noch belohnend. Und das ist eine gute Entscheidung, wie ich finde. Es kommt allerdings noch was on top dazu, denn hier seht ihr zum Beispiel den Void Fusion Reactor und hier noch Vulgar's Large Recon Outpost als ein Beispiel. Aber hier bleiben wir mal bei diesem Fusion Reactor. Ihr habt die Möglichkeit, Void-Fragmente zu sammeln, wenn ihr in der Welt unterwegs seid. Und mit diesen Fragmenten habt ihr die Möglichkeit, einfach auch Monster beschwören zu können, also besondere Monster über so einen Reaktor zum Beispiel beschwören zu können, zu bekämpfen und dann wahrscheinlich richtig fetten Loot mitzunehmen. Das ist, finde ich, auch noch eine zusätzliche sinnvolle Maßnahme, um das Ganze hier belebter zu halten, aufregender zu halten und auch etwas zusätzlich sammeln zu können und sich dann was Besonderes beschwören zu können. Warum nicht? Und da ich jetzt gerade schon erwähnt habe, diesen Vulgar's Recon Outpost, der hier als Beispiel angezeigt wird, wenn ihr so einen Außenposten entdeckt,
werdet ihr automatisch die Mission erhalten, diesen Außenposten zu zerstören. Da sind auch wahrscheinlich besondere, stärkere Monster unterwegs und ihr macht euch wahrscheinlich dann an die Arbeit, das Ding in die Luft zu jagen. Und das wird auch noch ein zusätzlicher Content sein, der die Welt ein bisschen belebter machen soll und euch einfach auch beschäftigen soll, dass ihr euch mit diesen Außenposten auseinandersetzt und nicht nur einem bestimmten Ziel schnöde hinterherrennt, damit es nicht allzu monoton wird auf lange Sicht gesehen. Das nächste, was sie noch hinzufügen werden, sind Records, also bestimmte Story-Schnipsel, die in der Welt verteilt sein werden. Ihr werdet das irgendwo finden können, wie so kleine Notizen, sage ich mal, wie das aussehen wird, weiß ich nicht so genau. Hier haben wir auf jeden Fall mal einen Screenshot, wie das in den Icons dargestellt ist. Und mit diesen Story-Schnipseln wird einfach die Geschichte, die Hintergründe werden erzählt von The First Descendant, macht also nochmal einen zusätzlichen Faktor aus, was die Welterkundung angeht und macht das Ganze vielleicht auch nochmal interessanter für alle, die sich auch ein bisschen für die Story vom Game interessieren. Dann haben sie aber noch weitere Änderungen abseits dessen umgesetzt, wie ihr hier seht. Ihr werdet in der Lage sein, unter verschiedenen Schwierigkeitsgraden auswählen zu können, nämlich normal und hart. Habt ihr also jeweils eine Herausforderung, falls euch normal zu langweilig ist, könnt ihr auf hart gehen und euch eine größere Herausforderung aussuchen. Die neuen Dungeons werden auch in normal und hart verfügbar sein. Und das hängt auch ein bisschen dann mit dem Loot zusammen, dass ihr bessere Drop-Rotation habt hier. Drop-Rotation-System wird es auch geben, wie ihr hier seht, damit das Ganze auch mehr Abwechslung bekommt. Das Ganze soll dann auch im User-Interface dargestellt werden. Ich werde euch das wahrscheinlich auch nochmal in Großaufnahme zeigen. So werdet ihr in der Lage sein, bestimmten Loot oder einen bestimmten Loot-Pool wahrscheinlich farmen zu können. Je nachdem schaut ihr, wo was ist und was ihr braucht, und dann geht ihr dort rein, wo ihr auch die Sachen benötigt. Was sie ebenfalls und ich glaube abschließend noch ergänzt haben in diesem Post, ist, dass ihr in der Lage sein werdet, direkt im Feld die Descendants zu wechseln, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Ansonsten musste man ja in die Hauptstadt zurück, um einen anderen Descendant auszuwählen. Das sollte ich jetzt wahrscheinlich direkt in der Mission tun können, was ich sehr nice finde. Und sie haben weitere Wegpunkte hinzugefügt, um die Replay-Missions also leichter verfügbar zu machen, dass ihr schneller wieder dorthin kommt, wo ihr auch hinkommen möchtet. Und sie danken natürlich allen und freuen sich einfach drauf und sind schon gespannt drauf. Feedback, weiteres Feedback. Finally, we'd like to end this dev note by sharing the full field map of the launch version where we are now working on. Also hier seht ihr dann nochmal zum Schluss die gesamte Karte, was verfügbar sein soll an Zonen, und das sieht schon ziemlich gut aus. Wer die Tests gemacht hat, der weiß, wie groß das schon war in einer Zone, dass jetzt hier noch solche großen weitläufigen Sachen dazukommen. Ich hoffe, die Welt ist dann eben auch spannend gefüllt mit diesen Sachen, die sie heute hier neu angekündigt haben. Für mich sieht das sehr gut aus. Da kann man mit Sicherheit noch auch weiter drauf aufbauen, aber ein erster wichtiger Schritt, um eben die Welt und das Multiplayer-Feeling und die Belebtheit von der ganzen Geschichte hier etwas besser zu machen, finde ich super, dass sie so drauf eingegangen sind. Es wird auf jeden Fall feiner hier mit jedem Monat, der vergeht, und ich bin gespannt, was dann jetzt im Sommer 2024 auf uns warten wird mit dem Release von diesem Game. In diesem Sinne, Leute, danke euch fürs Einschalten und ich freue mich natürlich, falls ihr ein Abo, ein Like und so weiter da lasst. Ihr kennt das Ding auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Macht's gut und ciao.